Mein Erzgebirge. Meine Heimat. Einzigartig und vielseitig. Das muss so bleiben. Darum kaufe ich hier. Bei mir kommt nur Erzgebirge in die Tüte. Und bei Ihnen? Zeigen Sie es für unsere Händler vor Ort. Erzgebirge in der Tüte. Tasche auf, Heimat rein. Machen Sie mit. Mehr Infos unter erzgebirgeindertüte.de. Die Schlagzeilen bei RTV Kompakt. Schauspieler, Theas mit neuem Stück. Holzgestalter, Manufaktur mit sehenswerter Schau. Und Spendenläufer, Hilfsaktion mit gutem Ergebnis. Glück auf, gut, dass Sie da sind. Da staunten die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr am Donnerstagmorgen nicht schlecht. Kurz vor 6 Uhr wurden sie wegen einer Rauchentwicklung zu einem Wohn- und Geschäftshaus nach Oelsnitz auf die Bahnhofstraße gerufen. Dort drang dichter Qualm aus einem Juweliergeschäft. Bei den Löscharbeiten stellte sich aber heraus, hier war wohl die Olsenbande oder man kann eher sagen die Oelsnitz-Bande wieder auferstanden. In das Geschäft wurde eingebrochen, das Ziel der Tresor. Mit einem Schweißbrenner haben der oder die Täter dann versucht, den schweren Tresor zu öffnen. Dabei kam es aber zu einem Schwelbrand. Die Täter nahmen Reißaus. Jetzt ermittelt die Polizei wegen besonders schwerem Diebstahl. Ob etwas gestohlen wurde und wie hoch der Sachschaden beziffert werden muss, ist noch nicht klar. Während der Löscharbeiten musste die Bahnhofstraße gesperrt werden. Über ein anderes Verbrechen, das schon ein paar Jährchen zurückliegt, hat Sophokles ein Drama verfasst. Ödipus. Vatermord und Inzucht hatte der Philosoph darin thematisiert. Sigmund Freud hatte diese Konstellation zur Beschreibung des sogenannten Ödipus-Komplexes benutzt. Ein recht schweres Thema, das man aber auch etwas leichter anbieten kann. Den Beweis dafür hat eine Theatergruppe in Stolberg angetreten. Premiere für ein neues Stück der Theas, wie sich die Mitstreiter der Theatergruppe T-Alternativ auch gern selbst abkürzen. Am 12. November brachten sie König Ödipus auf die Bühne des Theaterpädagogischen Zentrums Stolberg. Die Meinung des Publikums war einstimmig. Mit dem neuen Stück haben sich die Schauspieler der Freizeitgruppe einmal mehr selbst übertroffen. Das Stück selbst ist kurz erklärt. Ödipus tötet seinen Vater und zeugt Kinder mit seiner Mutter. Sodom und Gomorra darum auch in Stolberg. Wie würden Sie das Verhältnis zu Ihrer Mutter beschreiben? Ich würde vermuten, dass ich ihr nicht einerlei bin. Wobei, ich muss gestehen, ich habe sie lang nicht gesehen. Meine Eltern sind Herrscher von Korinth. Ich ging von dort schon vor einigen Jahren fort. Warum sind Sie fortgegangen? Das war vonnöten. Ich hatte Angst, ich könnte meinen Vater töten und meine Mutter heiraten. Solcherlei Leid hat mir damals das Orakel von Delphi prophezeit. Das darf auf keinen Fall in Erfüllung gehen. Drum beschloss ich, meine Eltern niemals wiederzusehen. Ödipus und Laios, jeder von den beiden, versuchte seine Prophezeiung zu vermeiden. Doch hat es was genützt? Die Philistien haben Nein, womöglich tat sie überhaupt erst dadurch. Das antike Drama von Sophokles ist eigentlich relativ schwer verdauliche Kost. In der Neuverdichtung von Bodo Wartke wird es aber zu einem sehenswerten Stück Theaterkunst. Unter der Leitung von Silke Bauer-Hollenbach laufen die Laiendarsteller zur Höchstform auf. Ein Unterschied zu professionellen Inszenierungen ist kaum auszumachen. Die Premierengäste waren sich einig. Das antike Drama wurde von den Theas humorvoll und kurzweilig dargeboten. Wiederholungsbedarf wurde angezeigt. Dein
Mit dem aktuellen Stück treten die Theas wegen der angekündigten Schließung des Hauses nur noch viermal im angestammten Platz des Theaterpädagogischen Zentrums auf. Wie es dann ab April auch mit den Theas nach über 100 Aufführungen weitergeht, wissen die Akteure noch nicht. Erstmal, so Michael Ö. Arnold, seien sie als Theatergruppe obdachlos. Das ist zwar ein bisschen schade, doch leider permanent. Das ist das Blöde an der Tragödie. Sie hat nie einen schönen Schluss. Und am wenigsten wird die Gegenliebe von König Phönix. Die Meldungen mit Schwerpunkt Erzgebirge. Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich hat am Mittwoch 13 Bürgerinnen und Bürgern aus dem Freistaat den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland überreicht. Mit dieser Auszeichnung, verliehen von Bundespräsident Joachim Gauck, werden Personen geehrt, die sich in besonderer Weise um das Gemeinwohl verdient gemacht haben. Ausgezeichnet wurde auch Joachim Böhm aus Tschorlau. Der 52-Jährige widmet seinen christlichen, beruflichen und ehrenamtlichen Einsatz den sozial schwachen Menschen in unserer Gesellschaft. Zur Begründung für die Ehrung heißt es: Als Vorsitzender des Vorstandes des Herberge Senioren-, Familien- und Behindertenzentrum der evangelisch-freikirchlichen Gemeinden in Westsachsen in Tschorlau stellt er seine eigenen persönlichen Belange weit zurück. Böhm baute mit Vereinsmitgliedern in Tschorlau außerdem ein Altenpflegeheim mit Kurzzeitpflege sowie eine sozialtherapeutische Wohnstätte für chronisch psychisch kranke Menschen auf. Weitere Einrichtungen folgten. Heute ist das Diakoniewerk an 4 Standorten aktiv. Am Dienstagabend hat der Wintersportverein 08 Johann Georgenstadt angewintert. Dabei wurde an eine besondere Freizeitsportveranstaltung aus dem Herbst erinnert. Zum 6. Mal unterstützten im September Kinder, Frauen und Männer bei einem Spendenlauf das Erzgebirgshospiz Allerbrunn, Haus Menschenwürde. Dem Motto nicht nur laufen, sondern laufend helfen, waren 660 Personen gefolgt. Das bedeutet einen neuen Teilnehmerrekord. Es ist bereits zur Tradition geworden, dass zum Beispiel Schulen oder Vereine, die in besonderer Weise den Spendenlauf unterstützen, stellvertretend für alle Teilnehmer den Spendenscheck überreichen. In diesem Jahr fiel die Wahl auf den Wintersportverein 08 Johann Georgenstadt. Der hat die Organisatoren des Spendenlaufs nämlich in der Vorbereitung und Durchführung des Laufes tatkräftig unterstützt. Die Summe, die auf dem Scheck steht, ist einerseits beachtlich, andererseits auch wichtig. Also wir haben dieses Jahr zum Spendenlauf eine Summe von über 37.000 Euro an Spendengeldern erhalten. Und das ist einfach nur eine super Summe. Und diese Summe ist einfach wichtig, weil ein Hospiz sich ja durch Spenden mitfinanziert. Es sind noch 5%, die wir einfach brauchen, weil 95% nur von den Krankenkassen getragen werden. Und auch wenn das eine Riesensumme ist, ist es so unendlich notwendig, um einfach das Hospiz im ganzen Alltagsgeschäft am Laufen zu halten. Erfahrungsgemäß gehen weitere Spenden im Nachgang zum Spendenlauf auf dem Spendenkonto des Erzgebirgshospiz Allerbrunn ein, sodass die endgültige Spendensumme noch nicht feststeht. Letztendlich machen die Spenden eine gute Hospizarbeit erst richtig möglich. Es ist einfach notwendig, weil Hospiz ja eine größere Betreuung und Begleitung von schwerstkranken und sterbenden Menschen bedeutet, als im Pflegeheim oder im Krankenhaus möglich gemacht wird. Heißt, es ist eine höhere Personalanzahl da, es sind ehrenamtliche Mitarbeiter da und für die Bewohner selbst kann halt auch noch können halt auch noch einzelne Dinge stattfinden, mal eine Feierlichkeit, dass man noch mal eine Musikveranstaltung organisieren kann. Oder gerade jetzt, wenn auch die Weihnachtszeit kommt, noch mal besonderes Essen und Ähnliches. Heidrun Ballmann, Geschäftsführerin der Kliniken Allerbrunn, dankte in Johann Georgenstadt allen, die sich am Lauf, in welcher Form auch immer, beteiligt haben. Sie lud bereits jetzt zum 7. Spendenlauf ein, der am 10. September 2017 stattfinden wird. Aufgrund unzähliger Anmerkungen seitens der Läufer, Sponsoren und Gäste des Laufes wird der Hospizspendenlauf auch im nächsten Jahr wieder im Gelände der Kliniken Allerbrunn durchgeführt.
Der Zweckverband Abfallwirtschaft Südwestsachsen gibt auch 2017 einen Abfallkalender heraus. Wie der Verband mitteilt, soll beginnend ab Ende November in Abstimmung mit den Stadt- und Gemeindeverwaltungen die ortsbezogenen Abfallkalender für 2017 entweder mit den gemeindlichen Amtsblättern ausgetragen, an den Verteilstellen der gemeindlichen Amtsblätter zur Mitnahme ausgelegt oder über Zustelldienste verteilt werden. Eine Übersicht der Verteilwege ist auf der Homepage des ZAS unter www.za-sws.de Rubrik Aktuelles eingestellt. Ab dem ersten Adventwochenende drehen sich im Erzgebirge die Pyramiden. Friedemann Bär hat Fakten zusammengetragen, die wir in loser Folge vorstellen werden. Vor dem Meinersdorfer Rathaus dreht sich zur Weihnachtszeit seit 1964 die 4 Meter hohe Pyramide, die Figuren in örtlichen Berufen beim Wintersport sowie typisch erzgebirgische Figuren zeigt. Der Auer Rachermandelmarkt wird 2016 kürzer, aber konzentrierter sein. Man habe an nichts gespart, sagte Oberbürgermeister Heinrich Kohl bei einer Ausstellungseröffnung am Dienstagabend. Offiziell eröffnet wird der Weihnachtsmarkt jetzt am Freitag 19 Uhr auf dem Auer Altmarkt. Bis zum ersten Adventssonntag lädt dann der Auer Rachermandelmarkt ein. Höhepunkte sind die Pyramidenfigurenparade mit Pyramideanschieben am Samstag 17 Uhr sowie die große Bergparade am ersten Advent ebenfalls 17 Uhr. Die Fußballer des FC Erzgebirge Aue werden am Sonntag von 18 bis 18:45 Uhr zum Weihnachtsliedersingen erwartet. Auch in Gelenau laufen die Vorbereitungen für das anstehende Adventsfest auf Hochtouren. Die Pyramide drehte am Mittwoch erste Proberunden, bis sie dann am Samstag 15 Uhr im Mittelpunkt stehen und von den Schülern des Ortes angeschoben wird. Aber das wird nicht der einzige Höhepunkt sein, den die Gäste in den Adventstagen in Gelenau erleben dürfen. Der Ort hat noch mehr zu bieten. Genau, Weihnachten haben wir dieses Jahr das erste Mal unter einem Begriff zusammengefasst, Gelenauer Weihnacht. Wir haben ja in Gelenau unheimlich viel zu bieten. Wir haben den größten Schmidtbogen der Welt, wir haben die Depot-Ströer-Ausstellung, wo es also um das Weihnachten schlechthin geht, was also wirklich immer zehntausende Besucher in der Saison nach Gelenau lockt. Und wir haben dieses Jahr alles zusammengefasst unter dem Begriff Gelenauer Weihnacht. Und natürlich hier am Rathausplatz erwarten die Leute den einzig schwimmenden Adventskranz im Erzgebirge. Und wir haben natürlich in diesem Jahr das Highlight. Im Frühjahr hatten wir das Kettensägen-Event und dort ist eine Krippe entstanden, die also die biblische Geschichte nachstellt, und wir tun in der gesamten Weihnachtszeit hier im Rathausareal diese Krippe der Öffentlichkeit präsentieren. Daneben erwartet uns natürlich traditionell am ersten Adventswochenende am Samstag 15 Uhr das Pyramidenanschieben mit dem Anzünden des ersten Lichtes am Adventskranz und Einweihung der Krippe. Und am dritten Advent wird also ein ganz besonderer, einzigartiger Weihnachtsmarkt wieder eröffnet, der am dritten Adventswochenende ab 14 Uhr Sonnabend und Sonntag hier traditionelles Handwerk verbindet. Und da freuen wir uns natürlich auf die Besucher. Eines sei schon mal vorab verraten: In diesem Jahr warten zahlreiche kulinarische Leckerbissen auf die Besucher. Einmal süß, einmal herzhaft. Und es gibt eine Gelner Weihnachtstasse. Die wurde extra nur für dieses Fest entworfen. Der Glühwein soll daraus besonders lecker schmecken. Wir bleiben in Gelenau. Am Freitag beginnt im Depot Pohl Ströer die neue Weihnachtsschau mit vielen neuen Höhepunkten. Dieses Jahr stehen besonders interessante und ausgewählte Schnitzarbeiten im Mittelpunkt. ErzTV wird berichten. Die Regionalverkehr Erzgebirge erhielt am Dienstag auf der Mitgliederversammlung des Tourismusverbandes Erzgebirge offiziell das Zertifikat Servicequalität Deutschland Stufe 3. Voraussetzung zur Erlangung dieser Stufe ist, dass das Unternehmen ein umfangreiches Qualitätsmanagementsystem einführt. Der FSV 07 Rittersgrün erhält für die Sanierung eines Sanitärgebäudes über 50.000 Euro aus der Sportförderung des Freistaates Sachsen. Damit kommt das Geld im Erzgebirge an, was wir in den Landeshaushalt eingestellt haben, freut sich CDU-Landtagsabgeordneter Alexander Kraus. In den kommenden beiden Jahren solle der sächsische Sport mit 9,35 Millionen Euro unterstützt werden.
Landrat Frank Vogel hat zu Wochenbeginn in Markersbach den Straßenmeistereien neue Technik im Gesamtwertumfang von 640.000 Euro übergeben. Wir hatten berichtet, 75% der Investition sind Mittel des Bundes und des Landes. Den Restbetrag hat der Landkreis aus seinen Haushaltsmitteln bereitgestellt. Bei der Technik handelt es sich um Ersatzbeschaffungen. Die Fahrzeuge, die ersetzt werden, waren ca. 15 Jahre im Einsatz und hatten eine Laufleistung von bis zu 540.000 Kilometern. Die beiden außer Betrieb gestellten Streumaschinen waren stolze 24 Jahre im Dienst der Straßenunterhaltung. Insgesamt sind in diesem Jahr im Erzgebirgskreis ca. 1,1 Millionen Euro in den Fahrzeug- und Gerätebestand der Straßenmeistereien investiert worden. Die aktuelle Zeit ist wieder geprägt vom Holz. Hölzerne Schwibbogen, hölzerne Pyramiden, geschnitztes oder gedrechseltes steht wieder in den Stuben und den Fenstern. Das Erzgebirge hat sich für die Advents- und Weihnachtszeit herausgeputzt. Künstlerisches aus Holz gibt es aber für das ganze Jahr und auch nicht nur für Haus oder Wohnung. Ganze Künstlergruppen beschäftigen sich mit dem Werkstoff oder Verbindungen damit. In der Erzgebirgshauptstadt kann man das jetzt von einem Künstler bestaunen. Warum einen Weihnachtsmarktbesuch nicht mit einem Museumsbummel verbinden? Eine äußerst sehenswerte Sonderschau wird derzeit in der Manufaktur der Träume in Annaberg-Buchholz präsentiert. Unter dem Titel Körper und Struktur sind Werke von Detlef Jehn zu sehen. Anlass ist der 55. Geburtstag des Künstlers. Gezeigt werden knapp 100 Objekte aus 3 Jahrzehnten seines Schaffens. Die Spannweite der Exponate reicht von fast 2 Meter hohen Holzskulpturen bis zu Zentimeter großen Bronzefiguren. Der experimentelle Materialmix umfasst Reliefs, Arbeiten in Speckstein, Marmor, Sandstein sowie Kombinationen von Aluminiumguss und Edelstahl. Darüber hinaus werden Modelle großer Objekte, die sich im öffentlichen Raum befinden, der Öffentlichkeit vorgestellt. Neben der breiten Auswahl von Materialien und Formen huldigt der Künstler dem weiblichen Körper. Auf diese Weise weht gegenwärtig ein Hauch Erotik durch die Manufaktur der Träume. Detlef Jehn ist seit 1989 hauptberuflich als freiberuflicher Bildhauer tätig. Seit 2003 Mitglied der renommierten erzgebirgischen Künstlergruppe Exponat. Die Veranstaltungstipps. Ein Adventsjugendgottesdienst mit dem Thema Wenn möglich, bitte wenden wird am Sonnabend 16.30 Uhr in der Bergkirche Annaberg abgehalten. Während der Veranstaltung wird das Sächsische Jugenddankopfer 2016 eingesammelt. Etwa 76.000 Euro waren das im Vorjahr. Über 12.000 Euro kam dabei von den Jugendlichen aus der Region Annaberg. Mit dieser Spende wird zu jeweils einem Drittel die evangelische Jugendarbeit auf ephoraler sowie auf landesweiter Ebene unterstützt, um zum Beispiel Rüstzeiten und Bildungsmaßnahmen mitzufinanzieren. Ein Drittel ist für den jährlichen wechselnden Sonderzweck bestimmt. Dieser wird von der Landesjugendkammer im vorherigen Jahr festgelegt. 2016 wird mit dem Geld das Projekt Nachmittagsschule für syrische Flüchtlingskinder im Libanon unterstützt. Jahr für Jahr verwandelt sich die Stadthalle Chemnitz am ersten Adventswochenende in ein Weihnachtsland der besonderen Art. Rund 60 erzgebirgische und durch eine Fachjury nominierte Aussteller präsentieren in den Foyers traditionelles und modernes Kunsthandwerk und lassen sich in zahlreichen Vorführungen über die Schultern schauen. Aber nicht nur die Aussteller geben einen Einblick in ihre erzgebirgische Handwerkskunst. Ein vielseitiges kulturelles Rahmenprogramm begleitet die Handwerksschau. So empfängt Gastgeberin Regine Seifert am Samstag im großen Saal beim traditionellen Erzgebirgsprogramm Advent im Erzgebirg in ihrer großen Hutzenstube zahlreiche Erzgebirgsgruppen, Sänger, Tänzer und Mundartsprecher zu einem vorweihnachtlich-musikalischen Nachmittag. Weitere Infos und Tickets unter advent-erzgebirge.de. Wie es früher war an Heiligabend, das zeigt vom 25. November bis zum 1. März 2017 die Winterausstellung in der Volkskunstgalerie des Frohnauer Hammers. Eine liebevoll gestaltete Zusammenstellung von Weihnachtsfiguren bietet dem Museumsbesucher einen Querschnitt regionaler Volkskunst.
Präsentiert wird den Gästen unter anderem eine umfangreiche Sammlung typisch erzgebirgischer Engels- und Bergmannsfiguren aus der Zeit vor 1900. Und noch ein Tipp für Schwarzenberg. Der bei Insidern beliebte Weihnachtstrash in der Vorstadt findet in diesem Jahr am 26. und 27. November jeweils in der Zeit zwischen 15 und 20 Uhr statt. Alle Veranstaltungen der Advents- und Weihnachtszeit im Erzgebirge sind im aktuellen Adventsflyer 2016 Wir sind Weihnachten des Tourismusverbandes Erzgebirge aufgeführt. Dieser ist auch unter erzgebirge-tourismus.de abrufbar. Ja, soweit die Berichte, Meldungen und Termine am Donnerstag. Und auch morgen können wir Sie wieder auf diesem Sendeplatz ab 20 Uhr zu jeder vollen geraden Stunde begrüßen, wenn Sie das möchten. Bis dahin empfehlen wir Ihnen unser Internetangebot erztv.de oder unsere Facebook-Seite. Ihnen einen entspannten Tag. Gut, dass Sie heute dabei waren. Glück auf! Unsere Moderatoren werden ausgestattet von Herrenmode Bleil, August Bebelstraße 72 in Schorlau und mit umfangreichem Sortiment auch im Internet unter www.herrenmodewelt.de. Alle Jahre wieder. Willkommen auf dem Weihnachtsmarkt der Bergstadt Schneeberg. Erzgebirgische Adventsstimmung, barockes Ambiente und bergmännische Tradition werden Sie verzaubern. Weihnachtsmarkt in Schneeberg. In der Stadt, auf dem Markt und in vielen gemütlichen Stuben. Advent und Weihnachten, Zeit des Kochens, Zeit des Backens, am liebsten mit richtig guten und innovativen Einbaugeräten unserer Markenhersteller. Leckeres aus dem Backofen von Miele und schonend sanft gegarte Spezialitäten aus einem Dampfgarer von Neff. Kochen und Backen wie die Profis, natürlich nur von Ihrem Küchenhaus in Niederdorf bei Stolberg. Schauen Sie vorbei oder besuchen Sie uns im Internet unter küchenhaus-online.de. Das Wetter und die Tagesbilder werden präsentiert von der Brauerei Fiedler. Probier doch mal regional. Der Heimat treu, trink Fiedlerbräu, das Erzgebirgsbier.